Von dem deutschen Flugzeughersteller Dornier haben sicherlich die meisten von euch schon mal irgendwann ein bisschen was gehört. Aber wusstet ihr auch, dass mit der Do 328 jetzt bald wieder ein komplett deutsches Verkehrsflugzeug gebaut werden soll? Alles, was ihr dazu wissen müsst, das gibt es jetzt mal eben schnell in 100 Sekunden. Viel Spaß! So ganz richtig ist das, was ich eben gerade vor dem Intro gesagt habe, natürlich nicht. Denn die Do 328 bzw. die jetzt kommende modernisierte Version der Do 328 wird selbstverständlich nicht als Dornier-Flugzeug gebaut. Denn Dornier war mal ein deutscher Flugzeughersteller, der das Regionalflugzeug in den 80er Jahren entwickelt und dann von 1992 bis 2005 insgesamt 217 Mal produziert hat. In verschiedenen Versionen, entweder als Flugzeug mit Turboprop-Triebwerken oder als Flugzeug mit Turbofan-Triebwerken. Heute sind vom Typ Do 328 noch 119 Maschinen irgendwo auf der Welt aktiv im Dienst unterwegs, davon aber nur relativ wenige im Passagierbetrieb. Hierzulande sieht man das Flugzeug beispielsweise ab und zu immer mal wieder in den Farben des ADAC. Die Dornier-Werke, also den deutschen Flugzeughersteller, welcher das Flugzeug komplett entwickelt und gebaut hat, hier in Deutschland, den gibt es heutzutage schon lange nicht mehr. Das Unternehmen ist damals in der Airbus-Gruppe aufgegangen. Jetzt kommt allerdings eine in verschiedenen Bereichen der Luft- und Raumfahrt tätige Beteiligungsgesellschaft aus den USA um die Ecke. Deren Tochterunternehmen 328 Support Services hat nämlich aktuell die Lizenzen an der alten Do 328 und möchte mit einer heute auf dem nationalen Luftfahrtgipfel in Leipzig vorgestellten Firma ab 2023 in Leipzig eine modernisierte Version der Do 328 auf den Markt bringen, unter dem Namen D328 neu. Damit wird das letzte in Deutschland komplett entwickelt und gebaute Verkehrsflugzeug quasi wiederbelebt, wenn man denn so möchte. Versprochen wird ein höchst effizientes Regionalflugzeug, das klingt schon mal gut. Viel spannender ist aber die jetzt schon im Raum stehende Möglichkeit für einen elektrischen Antrieb der Maschine. Jetzt können wir also irgendwas erwarten zwischen das klappt doch eh nicht und schon gar nicht in Deutschland oder baut Deutschland tatsächlich eventuell bald das beste, effizienteste und erste elektrisch betriebene Kurzstreckenflugzeug der Welt. Das Thema dürfte richtig spannend werden, deswegen müssen wir das auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Und damit soll es das für heute mit den ersten Informationen dazu auch schon gewesen sein. Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf eure Gedanken zu dem Thema. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.